iSort, wir holen die Performance aus den Daten. Und damit geben wir den Kunden einen entscheidenden Vorteil in volatilen Märkten. Mein Name ist Stefan Klauser, Co-Gründer und CEO von iSort Technologies. Diesen Herrn kennen wir wohl alle, wenn wir schon mal was mit Investieren zu tun hatten. Charlie Munger von Berkshire Hathaway. Er hat kürzlich gesagt: "If your game is money management, you have a serious problem and I don't have any solutions." Wie kann es sein, dass jemand, der so erfolgreich investiert hat über Jahrzehnte, plötzlich keine Idee mehr hat, wie die Märkte funktionieren sollen? Einer der Hauptgründe dafür ist, dass es immer mehr Daten zur Verfügung hat und immer schneller und damit auch immer weniger Zeit zu reagieren. Das heißt, es gibt mehr Komplexität in den Märkten, die werden volatiler und schwieriger zu interpretieren. Im Moment sind wir immer noch bei einem relativ kleinen Anteil von Realtime-Daten an Gesamt der generierten Daten. Aber das wächst und wird 2025 mehr als ein Viertel betragen und somit wird die Volatilität in den Märkten kaum weniger werden. Bei iSort sind wir darauf spezialisiert, Daten zu sammeln, diese zu prozessieren und Sinn daraus zu holen. Das heißt, von Marktdaten bis zu Market Microstructures, also Mikrostrukturen der einen Seite und alternativen wie Daten wie News, Social Media etc. auf der anderen Seite können wir in einem sehr effizienten Prozess Sinn rausziehen und daraus sogenannte Actionable Insights, das heißt direkt handelbare Einsichten herauszuziehen für unsere Kunden. Dafür verwenden wir neueste Ansätze aus dem Machine Learning oder eben auch künstliche Intelligenz, mehr allgemein gesagt. Wir haben zwei verschiedene Produktkategorien. Auf der einen Seite die Trading Products. Da geht es darum, dass wir Vorhersagen machen zu Volatilität, Volumen, Prices, aber auch Echtzeitanalysen liefern. Und auf der anderen Seite auch die Portfolio-Produkte, wo wir sogenannte Vorstufen den Kunden verkaufen, wie eben auch Volatilitäts- oder Kovarianzen. Und dann aber auch so weit gehen, um vollständig Machine Learning optimierte Portfolios und Strategien anzubieten. Das kriegen die Kunden via eine API-Schnittstelle ganz einfach in ihr System eingespiesen. Wir sind ein Spin-off der ETH Zürich. Meine zwei Co-Gründer und ich haben dort gearbeitet. Meine Co-Gründer sind spezialisiert auf Financial Machine Learning und Data Mining. Dann haben wir ein Team von Leuten, die sehr spezialisiert sind im Bereich künstliche Intelligenz oder auch Data Engineering. Wir sind daran, eine Pipeline aufzubauen, die wir vollständig produktisieren können, sodass wir nur verschiedene Datenquellen eigentlich in diese Pipeline reinknüpfen können und dann mit ein paar Klicks die Ziele bestimmen und den Kunden dann Targeted Insights zur Verfügung stellen können. Im Advisory Board haben wir auch Leute, die aus der Forschung, zum Beispiel Fabrizio Lillo, der einer der Spezialisten ist in Marktmikrostrukturen, oder Professor Kolm, der eben gerade in den USA vom Magazine for Portfolio Management zum Quant of the Year gewählt wurde, aber auch Leute mit langjähriger Erfahrung aus der Finanzindustrie. Verschiedene Unternehmen, bei denen wir gearbeitet haben und Hochschulen, die insgesamt haben wir, bringen wir zusammen, fast ein Jahrhundert Erfahrung mit für verschiedene Players gearbeitet haben. Wir sind in einem gigantischen Markt aktiv. Der Markt für investierbare Produkte und die daraus abzuleitenden Management- und Performance-Fees ist ungefähr 140 Milliarden Dollar wert pro Jahr. Wir streben an, in Zukunft einen Obtainable Market von über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr erreichen zu können. Das ist, wenn man das top-down berechnet. Und das übersetzen wir in ein Businessmodell, wo wir ziemlich stark auf die Schiene Profit Sharing setzen. Also wir bieten auch Subscriptions an, dort, wo es schwierig ist, den extra Wert, den wir liefern, zu messen. Wir möchten aber wo auch immer möglich eigentlich einen Anteil haben an der Upside des Kunden, sodass wir davon profitieren können, wenn der Kunde mehr Assets under Management hat oder eine bessere Performance macht. Wenn wir es mal kurz vergleichen mit anderen Anbietern im Markt, dann haben wir auf der Crypto Analytics Seite, und ich komme gleich dazu, wir sind stark auf dem Kryptomarkt unterwegs,
haben wir Skew zum Beispiel, das ist, die sind gerade von Coinbase gekauft worden oder Coinmetrics. Dann, wenn man Machine Learning dazu führt, hat man zum Beispiel Ravenpack oder Yuka Labs, die bieten sogenannte Sentiments an, das sind eigentlich eine Art Insights dazu, wie das irgendwie das Gefühl der Marktteilnehmer in Hinsicht auf verschiedene Titel und Asset Classes ist. Und wir gehen wie noch einen Schritt weiter in den Bereich Predictive Analytics, in dem wir für ganz klar definierte Zeiträume auch klare Handlungsanweisungen geben können. Und da gibt es zum Beispiel QRaft zu nennen, das ist ein koreanisches Unternehmen, die haben eben gerade 150 Millionen von Softbank geraced. Und kurz was zur Evidenz, was da so rauskommt, das ist unsere eine einfache Ansicht von einem Modell, das einfach long short unsere Signale handelt im Bereich Bitcoin versus US Dollars. Und da sehen wir, dass wir eine Spannweite haben von ungefähr minus 34 bis 178 Prozent über 90 Tage. Wenn man das Average davon nimmt, ist man bei plus 19%, während Bitcoin in diesem Zeitraum minus 27% erreicht hatte. Wir haben aber auch auf der Equity-Seite schon ein Produkt, das ist ein vollständig Machine Learning optimiertes US Equity Portfolio, das ist in ein paar Titel aus dem S&P 500, die wir wöchentlich auswählen. Und das ist hier Backtesting, aber wir konnten zeigen, dass unser Portfolio den S&P 500 ganz klar outperformed hätte über die letzten knapp 10 Jahre. Das ist, was ISO Technologies anbietet. Und wir sind überzeugt, dass wir zum wichtigsten Player von Real-Time Analytics und Forecasts im Bereich Trading und Asset Management werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.